Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Star Stable Video von mir. Es ist Mittwoch, das Update ist gerade fertig geworden. Mein Baby schläft, also es ist gerade das perfekte Timing. Deswegen komme ich endlich wieder dazu, ein Video zu machen. Heute sind die zwei neuen Halloween-Pferde rausgekommen. Und zwar sehe ich hier schon ein Ausrufezeichen bei Jaspers Kürbisfarm. Und ich würde mal sagen, ich lasse mich mal schnell abholen, weil da, wo ich gerade stehe, ist kein Transporter. Und dann transportieren wir uns mal schnell dorthin. Es sollen ja heute die zwei magischen Pferde rausgekommen sein. Diese zwei Rabenhaustiere. Und auf die bin ich schon mega gespannt. So, wo bist du denn, Jasper? Bin ich schon vorbei, ne? Hier. Jaspers Kürbisfarm. Ihr seht auch in meinem Outfit. Was ist jetzt los? Okay, wieso ist der Bildschirm plötzlich rosa geworden? Das ist neu. War das Absicht? Oh. Aha. Gut. ja. Und da ist das Halloween-Tor. Okay, der wundert sich. Das ist ja süß. Okay. Haben wir wieder Kürbisse, die abhauen? Schaut fast so aus, ne? Hallo, kleiner Kürbis. Ich wollte gerade noch sagen, in meinem Outfit seht ihr auch, dass ich mich schon ein bisschen auf das Update eingestimmt habe, weil ich das Kürbishaustier als Outfit gemacht habe. Okay, die Kürbisjagd scheint es jetzt schon wieder zu geben. Oh, der arme Jasper. Ja, sowas will man nicht unbedingt auf seinem Feld haben. Okay. Gut. Aber wo sind die Pferde? Ich wollte eigentlich jetzt zuerst mal zu den Pferden, Leute. Aber gut, dann gehen wir erstmal zu ihm. Hallo. Meine Kürbisse sind besessen. Ja, das hatten wir schon mal. Ich wollte gerade ein paar meiner wertvollen Kürbisse vom Feld schnappen, um sie zum Markt zu bringen, als, siehe da, die Kürbisse nach mir schnappten. Kürbisse hüpften herum, eine Katastrophe unter Kontrolle bringen. Ja gut, das kennen wir alles schon, ne? Das gab es ja letztes Jahr auch schon. Okay, also der eine hat sich, glaube ich, hier schon versteckt, oder? Ja. Und dann ist einer da hinten hingerannt. Genau. Hallo Kürbis. Und der letzte ist da hinten hin. Das ist nämlich immer so ein kleiner Tipp. Guckt euch echt an, wo die hinrennen. Und wenn ihr nur einen einzigen verfolgt, aber dann braucht ihr nicht so lange suchen. Wobei das natürlich jetzt schon ziemlich einfach war. So, und jetzt? Sie sind eine Familie. Süß. Scheint eine Art Belohnung für dich zu sein. Ja, was denn? Ah ja, hier. Dreimal Seelensplitter. Okay. Vielen Dank, dass du mir hilfst, mein Feld wieder unter Kontrolle zu bringen. Aber jetzt, wo meine preisgekrönten Kürbisse eine eigene Persönlichkeit haben, kann ich sie doch nicht verkaufen und zu Kürbiskuchen machen lassen. Was sage ich hier, Frau Holdsworth? Oje, oje. Ja. So ist das. Okay. Die Kürbisjagd hat begonnen. Ach krass, dass es jetzt schon dran ist. Ich hätte irgendwie gedacht, es kommt erst nächstes Mal rein. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Also genau, das Kürbishaustier, ne? Das wollte ich euch nur mal zeigen. So, was gibt es denn als Belohnung? Ein Grünkürbis bei 99 Seelensplitter. Und wofür bräuchte ich das da hier? Was ist das? Ah, hier, guck mal. Und so ein Outfit gibt es auch. So eine Mütze zumindest. Und ja, so ein Outfit für den Reiter. Okay, ja. Muss ich mal gucken, inwiefern ich da dieses Jahr dazu komme, das zu machen. Weil ich schaffe es ja gar nicht mehr, regelmäßig zu spielen. Muss ich mal schauen. Aber jetzt würde ich sagen, stürzen wir uns erstmal in das Portal. Warte mal. Ich mach mal... Oh, zu spät. Okay, ich wollte erst noch ein Foto machen, aber zu spät. Ich bin reingerannt. Reise zur Lagerstelle des Galoppierers. So, gucken wir mal. Uhr, was ist jetzt passiert? Ah ja. Okay. Ein Rabe. Ich sehe ihn schon. Hallo, Rabe. Die schauen schon echt cool aus, ne? Ich will jetzt so einen Raben haben, Leute. Wo kann ich die kaufen? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin, um einen Raben zu kaufen? Gebt mir den Raben jetzt. Die sind schon echt cool. Okay. Hier. So.
Dann mache ich vielleicht hier gerade ein Foto, oder? Oder hier so auf der Brücke vielleicht. Aha, wir haben hier wieder die tanzenden Geister. Das ist schon immer cool gemacht, ne? So, ich mache mir nur schnell ein Thumbnail. Dass ich irgendwas habe, was ich auf mein Video klatschen kann. Schau, das sollte jetzt wieder der Kopf von meinem Pferd brennen. Naja, egal. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, da hinten muss ich hin, oder? Für die Pferde? Oder ist das falsch? Ich glaube, ich bin richtig. Ja, ich bin richtig. So, gucken wir mal. Also, hier hinten haben wir die Halloween-Pferde, die es schon immer gab. Die habe ich alle schon, bis auf das. Das hier habe ich nicht, aber das gefällt mir auch nicht. Aber die anderen drei hier habe ich schon. Und dann haben wir hier die zwei neuen. Und Leute, ich muss echt sagen, ne, mir hat echt selten ein magisches Pferd so gut gefallen. Das da hier gefällt mir sogar in der verwandelten Form. Ich finde es unfassbar schön. Diese Mähne und der Farbverlauf. Und oh, es ist wunderschön. Und das andere ist einfach in der unverwandelten Form richtig schön. So gefällt es mir jetzt nicht so gut. Es ist halt ein bisschen arg grün und so. Aber mit der Mähne und so in der unverwandelten Form ist es einfach wunderschön. Also hier haben wir auf jeden Fall die zwei Pferde. Und dann haben wir hier wahrscheinlich die Raben, oder? Oh, und ein Ballon, wie süß. Ein Kürbisballon. Das ist auch echt süß. Aber 359 ist ganz schön teuer, nur für den Ballon, oder? Dafür finde ich die mit 379 eigentlich ganz okay. Boah, also die muss ich auf jeden Fall beide haben. Leute, echt selten so ein cooles Haustier gesehen. Die sind echt Hammer, wow. Wow. Die sind echt mega cool. Will ich den Ballon auch noch? Irgendwie ist der cool, aber ich glaube, ich lasse es erst nochmal. Ich finde 359 ein bisschen viel. Für 200 hätte ich ihn gekauft, aber nicht für 359. Boah, die Raben sind ja cool. Jetzt erstmal gucken hier, wie die Animationen aussehen. Wow. Die Raben sind ja echt richtig cool geworden. Wow. Also Leute, ich bin echt baff, ne? Das hat Star Stable richtig gut hinbekommen. Einfach wunderschön. Okay, und dann habt ihr es euch wahrscheinlich schon gedacht, natürlich ziehen die Pferde bei mir ein. Ich finde die echt schön. Wir haben hier Duskgrim. Bisschen komischer Name, aber gut. Kite ist schon ein cooler Name irgendwie. Naja gut, jetzt muss ich mal gucken, was passt denn so zu dem Pferd. Ich glaube, ich werde das Pferd das Bell nennen. Ich finde irgendwie, das passt ganz gut. Ja, weil es auch schon so ein bisschen mystisch, magisch einfach aussieht. Auch mit der Mähne, es ist so schön. Also es ist wirklich selten, dass mir von den magischen Pferden die verwandelte Form gut gefällt. Aber von dem finde ich die verwandelte Form einfach nur unfassbar schön. So, und dann haben wir hier dieses Song Sorrow. Und ich würde mal sagen, ich nenne das einfach Song, oder? Ich nenne das einfach Song. Ich meine, warum nicht? Gibt es das überhaupt? Solo gibt doch Song. Ich nenne das einfach Song. Wenn das Pferd Song Sorrow heißt, dann passt doch Song. Ja, also ich finde die beiden echt sehr, sehr schön. Bin so ein bisschen ausgerastet, als der Trailer rauskam. Ich bin oft nicht so der Fan von den magischen Pferden, aber die sind echt genial. So. Viel Glück mit deinem neuen Pferd. Dankeschön. Und ich freue mich einfach mega über diese Raben. Die sind einfach Wahnsinn. Die sind so schön geworden. So, gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Was will der mir sagen? Eine lebendige Seele an diesem grausamen Ort. Das ist wahrscheinlich das gleiche wie... Da hat er mich schon erwischt. Ich konnte hier nicht entkommen. Ja, ist wahrscheinlich das gleiche wie letztes Jahr, oder? Kann ich meine Würde mit dir teilen? Nämlich? Quest Flucht vor dem Galoppierer für 3
Seelensplitter. Aha. Aber ich habe jetzt nur drei, ne? Aha. Okay, das ist, glaube ich, neu, oder? Dass man mit den Seelensplittern eine Quest freischaltet. Ach komm, wir machen das jetzt einfach mal. Und jetzt, was mache ich jetzt damit? Auf dir lastet nun meine Erinnerung an den Galoppierer. Denk daran, sobald du das Portal verlässt, gibt es kein Zurück mehr. Ich hoffe, du kannst meine Erinnerung zum Guten wenden. Sobald ich das Portal verlasse, check ich gerade nicht. Aber gut, jetzt gucken wir erstmal, was es sonst noch so gibt. Vielleicht, wenn ich wieder zurückgehe oder so. Genau, hier ist dieser Shop. Dann haben wir hier das Rennen. Falls du dich traust. Ja, das machen wir doch gleich mal. Da haben wir das Rennen. Was auch wieder Seelensplitter gibt. Oh, ich hoffe echt, dass ich ein bisschen zum Spielen komme. Ich will unbedingt diesen Kürbis haben, den grünen. Wow. Ich will unbedingt den Kürbis haben. Hey, cool, auch hier habe ich einen Raben. Hallo Rabe, wie schön, dass du bei mir bist. So, machen wir das mal schnell. Ich bin ja an sich kein Halloween-Fan. Also gar nicht eigentlich, aber in Star Stable ist eigentlich immer ganz witzig gemacht. Ja, das ist halt das gleiche wie sonst auch, ne? Das ist jetzt nichts Neues. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Urpferde so findet, die neuen. Ob ihr euch eins oder auch beide geholt habt, oder? Das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr die neuen Rabenhaustiere so findet. Ich bin ja total begeistert. Wow, ich finde die echt mega. Als meine Lieblingshaustiere davor waren die Panda Rays. Die fand ich auch schon sehr, sehr gelungen. Aber jetzt die Raben, die übertreffen das irgendwie nochmal. Und die Eulen fand ich auch immer schon sehr gut. Irgendwie bin ich so ein Fan einfach von den fliegenden Tieren. Ja. Boah, wie lange geht denn das? Ups. Und ups. Ach ja. Es ist irgendwie, mit Baby ist man einfach auch nicht mehr so entspannt bei sowas, ne? Man ist irgendwie, ups. Hoppala. Mit so einem halben Ohr immer am Lauschen, ob man ihn weinen hört. Das ist immer so ein bisschen schade. Aber ich bin ja froh, dass er jetzt gerade schläft, dass ich das jetzt gerade mal hier mit euch zusammen machen kann. Das ist echt immer so ein bisschen Glückssache. An manchen Tagen schläft er ganz gut, und an manchen schläft er gar nicht. So, das muss, glaube ich, gewesen sein, ne? Rennen beendet. Ja, wundervoll. Okay, drei Seelensplitter. So wollen wir das haben. So, was ist hier? Seelenfunkenschwäche beschützt. Da gibt es auch nochmal Seelensplitter. Gehen wir hier auch gleich rein. Wie viel brauche ich für den Kürbis? Ich glaube 99, ne? Und ich habe jetzt drei, weil ich drei für diese andere Queste ausgegeben habe. Da bin ich mal noch gespannt. Da bin ich schon mal noch gespannt, was das für eine Quest sein soll. Das ist, glaube ich, neu. Also zumindest erinnere ich mich nicht dran. Vielleicht gab es das auch schon mal und ich weiß es nur nicht mehr. So, das hier finde ich eigentlich immer ganz cool. Ganz cool gemacht. So, die Hexen folgen dich, sobald du diesen Seelensplitter oder was das ist, dir gemopst hast. Da warten sie schon. So, und auf geht's. Natürlich jetzt ein Pferd, das kaum gelevelt ist. Ich habe nämlich gestern ein anderes ausgelevelt. Gestern hat das Baby auch schon so gut geschlafen. Konnte ich mal wieder richtig viel leveln. Das war echt schön. Das ist echt, ja, cool, wenn man doch mal wieder so ein bisschen dazu kommt, so einem Hobby einfach nachzugehen. Ich hatte übrigens, das kann ich ja vielleicht schon mal verraten, ich hatte Geburtstag. Und zwar gleich wo? Einen. Ich würde mal sagen, doppelten Geburtstag. Wow, Hilfe. Jetzt soll ich mich doch erstmal kontrollieren. Konzentrieren. Kontrollieren. Oh nein, nein, nein. Nicht schlafen. Nein. Shit. Shit, shit,
Jetzt. Nein. Jetzt habe ich voll verkackt. Ich habe nur noch. Ah, gut, okay. Ah, gut, ich hab's geschafft. Ich hatte nämlich eigentlich richtig Geburtstag. Ich bin 28 geworden. Und ich habe mir vor 2 Jahren, an meinem 26. Geburtstag damals, Star Stable geholt. Deswegen ist es auch irgendwie mein Star Stable Geburtstag. Die Splitter gibt sie ihm. Nein, ich behalte sie. Ich will nämlich einen Kürbis haben. So, das ist das mit der Kürbissuche, ne? Genau, da kommt man zu Golden Hills. Da will ich jetzt aber nicht hin. So, was haben wir hier? Schauriger Trailritt, aber der gibt, glaube ich, nichts, ne? Das lasse ich mal. Und hat er wieder, ist das wieder die gleiche Quest mit dem, mit Idris? Wo er Idris gefangen hat? Das ist auch ein Portal. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dazu komme. Hat er echt wieder Idris gefangen? Hat er nicht daraus gelernt? Anscheinend nicht, okay. Und was ist dahinter? Ich glaube, von da hinten kamen wir, glaube ich, ne? Ich glaube, ich bin jetzt einmal rum. Oder? Ja. So, und dann haben wir natürlich noch hier. Was gibt's denn hier so? Hier ist wieder dieser eine Pott. Was gibt's denn da so? 20, ein Fragezeichen. Hm, weiß ich noch nicht. Ich spare jetzt erstmal auf den Kürbis. Okay. Aber ich glaube, das war's, ne? Wenn ich mich nicht täusche, müsste es das gewesen sein. Das heißt, ich gehe mal wieder zurück. Und dann gucke ich jetzt mal, ob da irgendwas mit dieser Quest kommt. Oder habe ich das falsch verstanden? Als ich doch irgendwie, wenn ich durchs Portal gehe, gibt es kein Zurück mehr oder irgendwie so. Ich gehe jetzt durchs Portal. Oder war damit ein anderes Portal gemeint? Wo bin ich jetzt? Ich habe kein Pferd mehr. Oh, okay, das ist verbuggt. Na toll. Ich kann mich nicht mehr bewegen, Leute. Ich kann weder vor noch zurück. Toll, ihr habt das verbuggt. Super. Also ich bin immer noch in der Lagerstätte des Galoppierers. Aber ich bin verbuggt. Na toll. Super. Wow. Okay. Ich werde dann wohl mal das Spiel beenden und dann gleich nochmal... oder zurück zum Eingang? Ah, gut. Okay. Nee, ich bin immer noch verbuggt. Ich habe immer noch kein Pferd unter mir und ich kann mich immer noch nicht bewegen. Oh nein. Ja gut, ich werde das Spiel mal beenden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, es lädt wieder. Ich bin jetzt gespannt, ob es jetzt funktioniert. Ist ja natürlich jetzt richtig blöd, wenn ich jetzt da irgendwie für immer da verbuggt wäre. Ja. Mal gucken. Drück mir die Daumen. Okay, anscheinend bin ich immer noch... Ich höre Hexen. Oh nein. Oh nein. Ich bin immer noch verbuggt. Ah, okay. Aber nicht so schlimm. Okay, okay, okay. Puh, okay. Ich habe mir in der Zwischenzeit, als es geladen hat, mir mal die News durchgelesen. Weil anscheinend gibt es ein neues Outfit. Ich muss mal kurz gucken, wo ich denn da hin muss. Wahrscheinlich hier, wo die ganzen Leute schon stehen. Boah, nein. Hallo, ich hätte gerne, ich würde gerne mit dir sprechen. Ja, tatsächlich. Hier ist nämlich noch ein neues Outfit dran. Ist das auch neu? Das kommt mir total bekannt vor. Das ist neu? Das finde ich jetzt nicht so toll. Stimmt, das war das von letzten Jahr. Da habe ich die Strumpfhose mit damals gekauft. Die fand ich ganz cool. Und dann gibt es noch das da hier. Mantel der Abenddämmerung. Und schon wieder den Hut, finde ich blöd. Okay, ist jetzt nicht so einfach. Der Sattel ist ganz schön und ich mag das Zaumzeug. Also das Bosal. Und die Decke ist eigentlich auch ganz schön. Die Gamaschen so, naja. Ich glaube, ich hätte ganz gern das Bosal auf jeden Fall. Ich hole mir mal das Bosal. Ich hole mir mal die Decke. Und den Sattel. Und vielleicht noch die Satteltasche. Ah, die kann ich mir mit Schillingen kaufen. Die, weiß ich nicht, die Maschen finde ich nicht so schön. Ich bin mehr ein Fan von denen. Und von jetzt den Set für den Reiter, weiß ich nicht. Ich würde es ganz gerne mal von vorne sehen, aber...
finde ich nicht so schön. Den Rock finde ich noch irgendwie mit am schönen, aber der ist, ach, kurz, ne? Nee, ich überlege mir da ein eigenes Set. Das Set für das Pferd finde ich ganz schön, aber das Set für den Reiter gefällt mir nicht so. So, Leute, jetzt bitte drückt mir die Daumen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen nervös. Warte mal, gibt es da auch noch was? Ist da auch noch was Neues? Ich bin gerade ein bisschen nervös, wollte ich sagen, dass ich nicht mehr zurückkomme. Was ist das? Ach so, dieses Pferdepulver. Nee. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Und hier sind die Masken wahrscheinlich, ne? Boah, ja, die kamen letztes Jahr rein. Die sind echt schön. Und die sind eigentlich auch ganz cool, ne? Ich finde die ganz schön. Und die Eule ist auch cool. Schade, dass es die nicht mit der neuen Grafik schon gibt, denn... Also, ne, also die Zoro Rider zum Beispiel, die schauen ja noch aus, wie die früher aussahen. Ich hätte die gerne jetzt in der aktuellen Grafik. Naja, gut, aber ja. So, was ich sagen wollte. Drück mir die Daumen, dass ich jetzt wieder zurückkomme, Leute. Ich finde das echt nicht witzig. Ich hoffe echt, dass ich jetzt wieder zu meinem Stall und alles komme. Ich wollte mir doch noch die Pferde anschauen, die ich gerade gekauft habe. Ah, Mensch. Hoffentlich klappt das jetzt. Ich glaube, da ist irgendwas verbuggt. Das ist... Nee, es klappt nicht. Und schaut mal, da vorne sind schon die Nächsten ohne Pferd. Also, ich bin nicht die Einzige, die sind alle verbuggt. Wir sind für immer hier gefangen. Nein, oh Leute, ich wollte euch doch noch das zeigen. Ich wollte euch doch noch die Pferde zeigen. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr zurück. So, zurück zum Eingang. Das haben die hier auch alle gemacht, ne? Und jetzt sitzen hier alle... Ja, toll. Also die Aria Masterland sitzt anscheinend genauso fest. Ich weiß nicht, beschweren sich schon ein paar Leute? Nee. Tja. Also, wir sitzen für immer hier fest. Ja, falls ihr das Video seht, dann betrachtet es als Warnung. Löst mal dieses Pulver noch nicht ein, bis Star Stable das geregelt hat. Schade. Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte jetzt ein paar Videos aufnehmen, solange der Kleine schläft. Aber wenn ich jetzt hier festsitze, dann war es das wohl. Ja gut, dann mache ich jetzt hier mal einen Cut. In der Hoffnung, dass möglichst viele von euch das jetzt noch sehen, dass das hier noch verbuggt ist. Bevor ihr alle hier festsitzt. Ja, das ist dann schon sehr ärgerlich. Gut Leute, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und bis zum hoffentlich nächsten Mal. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht für alle Ewigkeiten hier festsitzen werde. Tschüss.